So, Leute, nachdem der letzte Part ein bisschen länger war, wird er heute ein bisschen kürzer, weil ich das sonst nicht schaffe, alles fertig zu machen, weil ich danach arbeiten gehen muss. Aber wir wollen heute uns das Fest angucken und uns eine neue Dings kaufen. Eine neue Maske. Nachdem wir uns beim letzten Mal umgezogen haben. Ich weiß auch noch gar nicht die Reaktionen zum... im neuen Aussehen, ob er sagt yo oder ob er sagt nee. Sieht kacke aus. Ich meine, wir ziehen uns jetzt eh eine Maske auf. Bin mal gespannt, was für Masken sie haben. Das sieht nicht aus wie Jo, das ist, glaube ich, wirklich unser Oni. Willkommen auf dem Maskenfest. Heute ist nur der erste Tag, es läuft noch etwas länger. In Paldea habt ihr bestimmt keine so großen Feste, oder? Stimmt. Hey, wusste ich's doch. Itakami kann es locker mit euren ach so tollen Großstädten aufnehmen. Nimm's nicht persönlich, Wolf. Und weil ich so nett bin, schieße ich für uns ein Erinnerungsfoto. Gib mir mal deinen Rotom-Stick her. Drück mal ein bisschen mehr ran, ihr beiden. Ja, du stehst auf meinem Fuß, Hanne. Ja, stell dich nicht so an. Das wirst du ja mal kurz aushalten können. Alle bereit? Sagt Bibi. Da kommt ja richtig Feststimmung auf. Das Maskenfest feiern wir zur Ehre unserer großen, tapferen Helden, der drei Gefährten. Diese drei Pokémon haben Kitakami vor langer Zeit vor einem Ungeheuer beschützt, dem Oni. Deswegen ist das Maskendesign der meisten Dorfkinder auch von den Gesichtern der drei Gefährten inspiriert. Was kicherst du denn da so blöd? Ach, nee, nichts, ich habe mir nur gedacht, dass du gar nichts über den Oni weißt. Wie bitte? Ich habe ja wohl mehr Ahnung von den Legenden Kitakamis als du. Was fällt dir eigentlich ein? Aber ist ja klar, dass ein Baby wie er eher von den Bösewichten beeindruckt ist. Er mag den Oni sogar mehr als die drei Gefährten. Hm. Oh, schaut mal, in dem Stand, da gibt es kandierte Äpfel. Komm, wir holen uns welche. Ich habe einen im Team. Ich will aber auch so eine Maske kaufen. Leckere Kitakami-Nudeln. Heiß und fettig. Weiß ich noch nicht, ich will mir erstmal alles spinnen. Hier gibt es Splittereis mit so viel Sirup, wie du möchtest. Oh, ich mag das. Ich liebe dieses Eis. Wenn es gut gemacht ist. Blauer Alola-Sirup. Oh. Zitronensirup, Erdbeersirup, Zitronensirup und Traubensirup. Okay, aber es. Obwohl, die wedeln sich Luft zu, also ist wahrscheinlich relativ warm. Ich würde gerne eine Maske kaufen, aber von der Verkäuferin fehlt weit und breit jede Spur. Och, Mano. Oh, kandierte Früchte. Ja. Kandierten Apfel, kandierter grüner Apfel, kandierte Fragia-Beere, kandierte Himi-Beere, kandierte Hyonago-Beere, Sanab-Beere. Ist schon cool. Wir reden mal mit Jo. Zwei kandierte Äpfel, bitte. Aber gerne doch. Zwei Stück. Kommen sofort. Hier, für dich, Wolf. Danke. Omi hat mir extra etwas Geld mitgegeben, also nimm ruhig. Kandierte Äpfel bekommt man sonst nicht so leicht, deshalb ist das was Besonderes für mich. Omi macht zwar auch guten Nachtisch, aber bei ihr gibt es immer nur Mochis. Ich mag Mochis. Frisch gemachte Mochis sind super geil. Nicht dieses tiefgekühlte Zeug. Wenn ihr die tiefgekühlten kriegt,
Die schmecken nicht gut. Aber wenn ihr frisch gemachte Mochi kriegt, die sind einfach geil. In Kitagami leben übrigens auch Pokémon, die ein bisschen aussehen wie kandierte Äpfel. Ich besitze eins. Komm, lass uns als nächstes da lang gehen. Du warst der kandierte Apfelstand, ne? Ja, du warst der Nudelstand. Okay, gehen wir weiter. Was bist du für ein Stand? Du bist auch kandiert. Gibt es da auch die gleichen kandierten Sachen? Ja, sind die gleichen kandierten Sachen. Okay. Was verkaufst du? Oder verkaufst du gar nichts? Ach, das ist so ein Spiel. Okay. Und du verkaufst auch wieder Eis und du verkaufst wieder Eis. Du verkaufst aber anderes Eis. Was für Eis? Ein schwüler Tag. Ja, da kann man ein Eis gut gebrauchen. Blumenförmiger Eisbecher oder blumenförmiges Eis in der Waffel? Ja. Also ich liebe auch so Japan-Feste tatsächlich. Da kriegt man auch immer so traditionell japanisches Essen. Das ist mega gut. Das Oni-Austreibungsspiel. Kann ich da mitspielen? Das Oni-Austreibungsspiel ist in vollem Gange. Mach doch mit. Es warten tolle Preise auf dich. Okay. Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen beim Oni-Austreibungsspiel. Möchtest du teilnehmen? Ja. Moment mal, du bist doch eines der Kinder aus Paldea, oder? Ach, weißt du was? Dann brauchst du für deine Teilnahme auch nichts zu bezahlen. Sieh es als ein Willkommensgeschenk an. Versuche ich dein Glück. Ich feiere dich an, aus der Ferne. Geh doch mit. Na sowas, nimmst du etwa am Uni-Ausschreibungsspiel teil? Ich habe mich auch gerade dann versucht. War ein Kinderspiel für mich. Mein Punktestand war übrigens 6390. Bin ja gespannt, ob du das überbieten kannst. Du schaffst das, Wolf. Na, ich weiß nicht. Sie hat Erfahrung. Also da muss ich ihr wirklich... Da muss ich ihr halt wirklich mal zugute halten. Sie hat das halt wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht. Sie wohnt ja hier. Sie kann ja dieses Spiel quasi jedes Jahr spielen, wenn sie möchte. Wir nicht. Uni-Austreibungsspiel. Das Uni-Austreibungsspiel ist eine traditionelle Veranstaltung von Midoriya. Aufgabe ist es, eine Menge an Bären einzusammeln und dann zu den Bärensockeln zu bringen, um eine hohe Punktzahl zu erzielen. Auf dem Gelände gibt es Ballonis. Ja, Ballonis genannt. Genannte Ballons in vier Farben. In jedem einzelnen befinden sich eine Bäre, die du erhältst, wenn du ihn zum Platzen bringst. In der Basis befinden sich vier unterschiedlich gefärbte Bärensockel. Auf ihnen kannst du durch Drücken des A-Knopfes Bären mit passender Farbe ablegen. Das Spiel ist zu Ende, sobald du die erforderliche Anzahl von Bären auf den Sockeln platziert hast. Manchmal erscheinen gefräßige Pokémon an den Bärensockeln. Versuche deine gesammelten Bären zu vernaschen. Ignorierst du diese Pokémon, futtern sie immer weiter. Näher dich ihnen und drücke die R-Taste, um sie durch Brüllen zu vertreiben. Okay, Level 1. 2, 2, 4, 2, 2, glaube ich, war's. Ah ja, oben sieht man's. Okay. 2, 2. Die Hammer. Hiervon brauchen wir 4 Hammer, aber nur 3. Denke ich einfach mal weiter. Ich muss ja nicht jeden Ballon mitnehmen. Perfekt. Jetzt muss ich bloß den Weg zu den Sockeln zurückfinden. Das ist lustig. Level 2. Okay, jetzt brauchen wir... Oh, jetzt brauchen wir viel, viel mehr Bären. Es ist lustig, dass man vorher schon loslaufen kann. Okay, da haben wir die Anzahl. Vorne gibt es ganz viele blaue und grüne. Okay. Grün. Mehr grün. Was ist denn jetzt blau?
Okay, perfekt. Muss nur zu den Sockeln zurück. Da sind zum Glück die Balance drüber und auf der Minimap wird es auch angezeigt. War gerade so ein Pokémon da, oder was? Ja, ich sammle die halt immer direkt alle ein und gebe die ab. Dann muss ich nicht hin und her. Okay, jetzt werden richtig viele erfordert. Okay, grün und rot sehe ich da vorne schon. Okay. Reicht aber noch nicht. So, jetzt haben wir grün fertig. Grau fertig. Rot. Fast fertig. Ich habe im Rückweg nochmal ein bisschen rot. Okay. Blau haben wir fertig. Mehr werden kannst du nicht tragen. Ach scheiße, mir fehlt eine blaue jetzt. Lässiges Rappel taucht auf. Weiß nicht wo. Oh Gott, es tauchen immer mehr gefräßige Raffel auf. Dann jetzt schnell. So. Du Mistvieh! Fuck. Macht euch ab! Scheiße, jetzt muss ich mir blau holen. Oh, ich muss viel blau holen. Fuck. Da ist rot. Gott, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Scheiße. Okay, meine Punktzahl ist nicht gut. Ja, die hätte besser sein können. Ich sag ja, sie hatte einfach mehr Übung. Weiterspielen kann ich nicht, also muss ich beenden. Sie hatte den Vorteil. Ich hatte nicht aufs Tragelimit geguckt. Gut gemacht. Mal sehen, du hast 5254 Punkte erzielt. Dafür kostet einen Preis. Hier bitte. Ein EP-Pin. Ich, Hanna, die Königin der Ballonjagd, bleibe auch diesmal ungeschlagen. Am liebsten würde ich dich gleich nochmal übertrumpfen, aber ich habe nicht mehr genug Geld dabei. Soll ich dir was leihen? Ja, dann musst du ihn eben an meiner Stelle nochmal in die Schranken weisen. Was? Ich will nicht. Na hör mal, du kannst doch nicht einfach deiner Schwester für einen Fremden in den Rücken fallen. Hast du sie noch alle? Ah. Hey, tut mir leid, dass sie so einen Aufstand macht. Ich werde versuchen, sie wieder zu beruhigen. Schau dich ruhig mal auf dem Fest um. Ja, aber ich würde auch gern nochmal gegen sie spielen. Deswegen, also ich würde, ganz ehrlich, ich habe ja genug Geld. Ich würde ihr das Geld leihen. Ich würde ihr einfach das Geld leihen, das sie braucht. Uns jetzt nicht auf Reitern reiten, okay. Dann würde ich nochmal eine Runde spielen, aber ist in Ordnung. Bonn? Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starrt dich an. Das Fest ist toll, oder?
Bonbon. Hey Wolf, hör dir das an. Jo ist beim Uni-Austreibungsspiel echt zu. Hat es echt zu nichts gebracht. Eine absolute Null. Hm? Wer war das denn? Der Uni. Folge dem rätselhaften Kind, okay. Hey Wolf, lauf doch nicht einfach alleine weg. Hey du da vorne, das gilt auch für dich. Oh, du bist ja niedlich. Komm zu uns runter, nachts ist es auf dem Berg zu gefährlich. Aber es hat seine Maske vergessen. Du hebst eine türkisgrüne Maske auf. Du verstaust türkisgrüne Maske in der Basis-Item-Tasche. Die türkisgrüne Maske mit dem Gesicht eines Onis. Du hast sie aufgehoben, nachdem jemand sie während des Maskenfestes auf der Treppe verloren hat. Ich will sie ihm wiederbringen. Ich frage mich, wer dieses Kind war und woher es kam. Vielleicht war es ein Pokémon. Was? Wie meinst du das? Du glaubst, dieses Kind, das auf den Berg verschwunden ist? Könnte es etwa der Uni gewesen sein, der aus den Geschichten von den Infotafeln? Soll es etwa heißen, die Legende ist wahr? Hm, das hat diese Maske verloren, also muss es wirklich... Wolf, Hanna, was steht ihr denn hier so rum? Wir haben den Uni getroffen. Hier ist gar nichts, lass uns zurück zum Fest gehen. Hm, was? Ich habe kein Wort verstanden, dank dir. Nichts, er hat wirklich nichts Wichtiges gesagt. Wie immer, alles gut. Aha, verstehe schon. Ihr habt euch bestimmt über mich lustig gemacht. Geht zurück zum Fest. Das war knapp. Mann, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Was hättest du dich total verplappert? Jo ist total vernarrt in den Oni, so richtig. Total verrückt nach ihm. Wenn er wüsste, dass wir ihn getroffen haben und er nicht, ich weiß nicht, dann würde er sich bestimmt ausgeschlossen fühlen. Oder meinst du, ich mache mir zu viele Sorgen? Außerdem will ich nicht, dass er dem Uni um diese Zeit noch auf dem Berg hinterherläuft. Wenn ich bei ihm bin, passiert ihm nichts. Aber egal, jetzt haben wir uns eh schon fürs Lügen entschieden. Du, behalte das für dich, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Und zeig Jo bloß nicht die Maske, zumindest fürs Erste. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt in unserer Position einfach Jo sagen, hier, jemand ist weggelaufen, hat die Maske verloren. Du solltest jetzt nicht auf den Berg gehen, okay. Lass uns doch bitte einfach dem die Maske wiederbringen. Ja. Und dann könnten wir einfach zu dritt. Wir müssten ja nicht mal ohne Hanna gehen. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, aber wir könnten einfach zu dritt jetzt da einfach hingehen und könnten versuchen, ihm die Maske wiederzubringen. Ich meine, die beiden sind stark. Die werden es wohl auf den Berg schaffen. Und im Notfall bin ich auch noch da. So, Leute. Der Part heute, habe ich ja angekündigt, muss jetzt allerdings schon enden. Das tut mir sehr leid, aber uns bleibt leider keine andere Möglichkeit, weil... ich muss jetzt noch eine Freischaltung fertig machen und ich muss gleich zur Arbeit. Ihr lasst mir hoffentlich trotzdem ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Karmesin, die türkisgrüne Maske, die wir jetzt auch gefunden haben. Bis zum nächsten Mal, euer Wolf.